Hey, was sehe ich denn hier? Einen kleinen Sprungturm. Ich glaube, den muss ich gleich versuchen. Ich glaube, da müssten wir sie hier so rauf und... Ja! Ja, hallo und wieder mal herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Übrigens, nette Blume da vorne. Ich hoffe, euch hat das kleine Intro gefallen. Und zwar geht es diesmal um einen Sprungturm. Das heißt... Den kann man eigentlich auch als einfachen Lift verwenden, indem man hingeht, dann drückt man die Taste und geht ein bisschen nach vorne und ist man schon in der ersten Etage. Und so kann man wieder zurückspringen auch. Aber ich habe mir gedacht, das Ganze verwende ich als Sprungturm für Wasser. Ja, und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, und hierfür habe ich mich jetzt in meiner Redstone-Welt eingefunden. Und wie man sehen kann, ist hier sozusagen einfach eine Redstone-Leiste rundherum. Und dann am Schluss ein Repeater. Und das Ganze kann man deshalb mit 4 Schaltern jeweils betätigen. Und sobald das betätigt worden ist, kommt das Signal auf den Repeater. Das geht auf unsere Pisten und das schießt uns dann in die Höhe. Und damit wir die richtige Position bekommen, habe ich dann mich entschlossen, dass ich rundherum lauter Glasblöcke hinbaue. Das heißt, dass wir nur mehr hineingehen müssen und dann draufdrücken können und schon sind wir im zweiten Stock. Weiters ist es halt jetzt wichtig, dass wir ungefähr die richtige Höhe erwischen. Das sind in dem Fall 5 Blöcke. Ich glaube schon, ja. Also 1, 2, 3, 4, 5. 6 sind es sogar. 6 Blöcke Höhe können wir damit erreichen. Damit wir das Ganze jetzt bauen können, benötigen wir 10 Redstone-Staub, dann einen Redstone-Verstärker, 4 Knöpfe, einen Schleimblock, dann den klebrigen Kolben, 4 Melonen oder nicht verschiebbare Objekte, und dann weißes Glas in meinem Fall habe ich genommen. Könnt ihr aber Blöcke nehmen, welche ihr wollt natürlich. Dann 4-mal graue Wolle und das ist halt unten dann für die Knöpfe. Und ich habe dann entschieden, dass ich noch Zäune nehme, die ich dann oben raufstellen kann. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich los. So, und hierfür habe ich mir jetzt gleich einen freien Platz gesucht. Und jetzt können wir gleich mal unsere 4 Melonen setzen. Unter den Melonen kommt dann jeweils gerade nichts hin, aber direkt so können wir jetzt unseren Redstone-Staub verlegen. Das heißt, der kommt genau in diese Richtung und hier wird dann unser Schleimblock aufgebaut. Jetzt nehme ich in meinem Fall jetzt mal eine graue Wolle, weil ich finde, dass es besser aussieht und wir können hier jetzt schon unsere Knöpfe raufbauen. Ja, und dann haben wir schon mal einen großen Teil geschafft. Und jetzt können wir sozusagen das Glas positionieren. In meinem Fall mache ich das jetzt einfach so. Und vorne lege ich auch noch Blöcke rein, dass jemand nicht runterfällt. Und jetzt können wir 5 Blöcke in meinem Fall hinaufbauen. 4, 5 und dann haben wir gleich... unser Loch zum Rausspringen hier. Und das können wir hier vorne dann auch machen, dass wir nicht unabsichtlich dann rausfallen. So, dann kann ich jetzt hineingehen, drück den Knopf, fall hoch und bin oben drauf. Ja, und das war's eigentlich. Und zum Runterspringen einfach Shift halten, dann hüpfen wir nicht einfach sinnlos hin und her. Ja, ich hoffe, dir hat dieses kleine Tutorial gefallen und falls es dir gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du ein Abo da lässt, natürlich dann auch das Glöckchen aktivierst und ich würde mich freuen, wenn du einen Like oder einen Kommentar da lässt. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann!